Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2. Okay, starten wir in den Endspurt für diese wunderschöne Altweiberwoche. Oder Altweiberherbstwoche im 2013. Guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, der Großteil ist wach und ist auch auf dem Weg, nicht die Buchstabensuppe wieder loszuwerden, sondern auf dem Weg dazu, sich ein paar Punkte aus dem Markt zu kitzeln. Wir schauen uns das gleich mal an. Vorher ganz schnell die Pflicht, alle in diesem Seminar, Webinar getroffenen Aussagen, die in ausschließlich der Information der Teilnehmer sind, keine Empfehlungen oder Aufforderungen, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds, insbesondere mit Derivaten oder liegen im Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können. Über die speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss sich jeder Webinar- oder Seminarteilnehmer selbst in einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften, denen sich der Teilnehmer auf Beispiele oder Aussagen dieses Seminars oder Webinars berufe, weder von Dozenten noch von Forex Pro Systemen noch von deren Partnern übernommen, übrige geltende Lizenzbestimmungen und AGBs von Forex Pro Systemen. So viel dazu. Buchstabensuppe hat sich erledigt. Aber ich werde das mal probieren am Wochenende. Ich schätze mal, der ein oder andere hat sich vielleicht schon mal Richtung Oktoberfest begeben und hat das da wahrscheinlich schon mal probiert. Wer damit Erfahrung hat, kann sie ja gerne mit uns teilen. Wir sind da völlig offen. So, wieder mal ganz kurz hier mein Chartbildregel. Das Alarmsystem hat gerade auf Long umgeschaltet. Wir sind aber an einem Zielbereich, der nicht ganz ohne ist. Hier oben sind wir an dem, wir haben zwei Zielbereiche, die aufeinandertreffen. Sollten die beide fallen, sollten die beide geknackt werden, und zwar nachhaltig, dann wird das einen Schub geben, der uns wahrscheinlich direkt Richtung 1,3846 bis 1,3850 tragen wird. Red Bull verleiht Flügel. Das heißt, die Bullen kriegen Flügel und werden wahrscheinlich genau in diese Richtung geschossen werden. Also, wer es hier wagen sollte, sich in irgendeiner Form zu platzieren, sollte das hier auch zeitnah und rechtzeitig mitteilen, dass er das vorhat. Dann werden wir heute Morgen, wenn das genau in der Zeit passiert, wo wir auch anwesend sind hier, diese Position bis dahin auch gemeinsam begleiten. Ich habe gestern und vorgestern schon mal erläutert, guck mal hier,
1, 2, 3, 4. Also entweder die Shorties kriegen jetzt schlagartig die Oberhand und er dreht noch eine Runde. Alles, was bis 1,37,11 nach unten geht, ist für das Long-Szenario völlig ungefährlich. Auf dem Weg da unten 1,37,40. Man hat es gestern kurz kritisiert, dass ich immer nur Long unterwegs bin. Also nach unten haben wir die 1,37,40. Die haben wir gestern auch kommuniziert. Kurzer Halt an der 1,37,20, 1,37,10. Das sind die Short-Nummern Long. Schreit einfach, wenn ihr dabei seid, Jungs und Mädels. Hopp, 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 hopp. Ich werde mal ein bisschen größer machen, kann man es vielleicht besser erkennen. Da ist unser Alarm, da ist die Korrektur. Hier haben wir eine Umkehrformation. Na Jungs, und wir haben noch 10 Minuten bis 8 Uhr. Eigentlich ein sehr schönes Szenario und ein sehr enges Brett. Ein sehr schönes Szenario, wenn man in der Lage ist, vor 8 Uhr, kurz vor 8 Uhr, sich im Markt so zu platzieren, dass man den Stop schon wieder eng ranziehen kann, weil Stop gehört jetzt schon auf die 89,6. Genau, die, die jetzt unterwegs sind. Hier drüber rein, irgendwo bei 90, bei 91 und den Stop auf die 89, 2 Punkte Risiko. Wenn man die morgens um diese Zeit nicht riskieren will, dann weiß ich nicht, wie man noch scalpen will. Die 2 Punkte, die kann man sich ruhig, schön, dann kann man kurz vor 8 Stop Break Even und BHW bangen, hoffen, warten, dann, dass er dann Gas gibt und diesen Weg auch fortsetzt. Alles kann, nichts muss, aber ein großen, großen Ganzen ein schönes Szenario. Fakes sind in der Regel dadurch oder zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass er ganz kurz rausgeht und gleich direkt wieder eine geballert kriegt und zurückschießen sollte. Wenn die Bären dort die Oberhand behalten sollten, dass da oben wirklich Limits gelegen haben, die da nochmal abgeholt werden. Fakes erkennt man in der Regel daran, dass dort oben wirklich nur ein Haufen Order gelegen haben, dass der Kurs dort, das sieht immer so aus, als wenn die Börse sagt, ja leider muss ich da ja nochmal hin und den Kurs dort ganz kurz festlegt, die Order dort abarbeitet, die Shorties in den Einkaufswagen packen und auf geht's. Immer im Kopf behalten, alles kann, nichts muss. Aber wenn man das Kursverhalten so beobachtet und so sieht, haben die Shorties dort oben im Moment nicht die Oberhand. Wer vorsichtig ist und sagt, okay, jetzt eiert er hier schon seit heute Nacht in der Range hier rum und das schon seit 3 Stunden oder 4 Stunden kann sein Stop auch auf die 85, 86 legen, so wie mein lieber Freund Rolando. Helmut ist auch long. Wir sehen, dass der Markt immer noch ein bisschen verhalten ist. Wir haben ja auch noch 5, 6 Minuten Zeit bis 8 Uhr. Da richtig Dampf reinkommt, aber wir haben das seltene Szenario, dass wir diese Zielbereiche, die beiden harten Zielbereiche, eventuell vor 8 Uhr schon nehmen und wenn wir die dann nehmen, jetzt kommen die letzten Sekunden der 5-Minuten-Kerze, wenn wir die dann nehmen sollten, dann sollte der
Schub sich fortsetzen. Da es gleich 8 Uhr haben und die 5-Minuten-Kerze gleich zu Ende ist, wie gesagt, den Stop entweder hier unter dieses Tief oder hier unten unter diesem Bereich, der hier nur schon seit 5 Uhr heute Morgen ein paar Mal angelaufen ist. Beides ist im machbaren Bereich, beides ist ein sehr schönes oder gesundes CRV. Übergeordnete Ziele. Hier oben haben wir unsere Zielbereiche spätestens an der 02. Das heißt hier an der 99, an der 00 und an der 02. Ich habe das jetzt sehr weit auseinandergezogen. Sollte man, da sind wir schon. Und Stopp hinterher, Jungs und Mädels. Auf geht's. Wie gesagt, wenn er die knackt, dann gibt es einen Schub. Und was für einen. Und Ufpass hier oben, Rücklauf bis an das Auspufflevel bei 93 ist jederzeit möglich. Wir wollen ja nicht nochmal 10 Punkte verschenken hier. Stopp hinterher, los! Da haben wir schon die 04, 06, 7, 8. Ja, Tagesziel, ne? Was machen wir heute? Sollen wir mal frech sein und sollen Feier machen oder wie tun wir das heute? Kriegen wir noch einen kurzen Knutschi bis an die 14. Dann sind wir mit 20 Punkten im TP. Roland, Helmut und Konsorten. Das ist doch ein richtig schöner Tag. Zwei Punkte unter dem TP gedreht. Ufpass. Gerade jetzt, wir haben es 57, 58 in 2 Minuten. So. Okay, Helmut, wo ist dein Tagesziel, wenn ich dich mal fragen darf? Und Punkt B, wo handelst du eigentlich inzwischen, mein Freund? Vielleicht kannst du dich mal zu äußern. Wir kennen uns schon so lange. Ich sehe dich aber recht selten hier. Aber vielleicht nehmen wir nachher beide mal den Telefonhörer in die Hand. Rolando hat den TP bei 18 gelegt. Ich habe die Pivots hier nicht drin, fällt mir gerade ein. Aber da haben wir sie. Da oben haben wir die Kreuzung aus Pivot und Zielbereich an der 18, an der 19. Auf das Stopp hinterher. Nach 20 Sekunden.
Also ich würde jetzt den Stop auf jeden Fall 10, 12 Punkte nachziehen. Ich würde nicht mehr, er darf auf jeden Fall zurücklaufen, darf auch sogar zurücklaufen bis auf das Ausbruchslevel hier. Acht Uhr. Wer hier oben sein Tagesziel hat bei 15 Punkten oder so, wer unser Alarmsignal hier unten genommen hat bei 91 und hier oben mit 15 Punkten bei 16 sein Tagesziel erreicht hat, der möge. Aber wir haben eine faire Aussicht, wir gucken das uns in 5 Minuten noch an. Hier oben die Kombination. Hier dürfte er zwischendurch mal bremsen. Die 5 Minuten kehrt jetzt im Auge behalten. Wäre das eine Umkehrformation, kann man schon mal den Stop ganz eng ranziehen, um das Tagesziel nicht mehr zu gefährden. Hier oben haben wir eine Kombination zwischen 46 und 1,3850, die er eventuell recht zügig holen kann. Die Jungs haben sich für den Weg entschlossen, so wie ihr seht. So. Nächsten Zielbereich abgearbeitet. Zack. Ich bin gespannt, ob er heute noch die 55 holt, die 50 holt, die 45, das wären noch 30 Punkte. Das wäre der Hammer, wenn er sich die jetzt noch direkt holt, weil dann gehen wir direkten Weg ins Weekend. Weekend! Wir haben hier noch den Stundenchart und da oben haben wir auch genau diese Kante, die er jetzt durchschossen hat. Jetzt hat er hier an unserem Bereich hier kurz gebremst und hier oben bei 4647 www.ufpass.de, da ist der nächste Bereich. Wenn er den geholt hat, dann sollte es auch gut sein. Verleiht Flügel. So, nach Euro Pro gehört der Stop hier auf jeden Fall irgendwo 10 Punkte in Gewinn.
Ja, wer anderen eine Grube gräbt, ist lange noch kein Bergarbeiter. Ich muss bloß zwischendurch meine Position betreuen. Sorry. I'm sorry. Wir machen uns hier oben schon mal schön einen Kanal hin. Und dann wollen wir mal gucken, ob der zieht. Ba, 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 ba. Jeden Tag, den wir nicht im Verlust beenden, ist ein guter Tag. Wir sind auf dem Weg eines guten Tages. Und jeden Tag, den wir im Gewinn beenden, ist ein sehr guter Tag. Und aus einem sehr guten Tag darf maximal noch ein guter Tag werden. Deswegen, Jungs, Stops hinterher. Rolando sehe ich schon, wenn ihm jetzt beim Lachen nicht die Ohren im Weg wären, dann würde er wahrscheinlich im Kreis lachen. Weil er sieht gerade, wie seine Position wahrscheinlich kurz vor dem TP immer so ein bisschen rumpickert. Und das ist dann genau die Phase, wo der Rumrutschfaktor zählt. Wo man dann beweisen muss, dass man durchhält oder auch nicht. Da oben ist das Ziel. Mein TP liegt bei 43 und mein Stop liegt genau 12 Punkte im Gewinn. Was hast du nicht mehr, Rolando? Es ist recht ruhig heute Morgen hier in der Community. Schlaft ihr alle noch oder ärgert euch, weil ihr den Einstieg verpasst habt? Oder was ist hier los? Rolando hat keinen Rumrutschfaktor mehr, weil sein Stop 10 Punkte im Gewinn liegt. Richtig? Jetzt kann man nämlich ganz getrost in die Küche gehen und in der Nase popeln oder so. Jetzt kann nichts mehr passieren, aber auch rein gar nichts. Wenn man in dieser komfortablen Lage ist und genau morgens vor 8 Uhr so startet, dann kann man jetzt ganz entspannt seinen Stop auf das Tagesziel legen, man kann sein TP dorthin legen, wo er hingehört, nämlich da oben auf das vorher erarbeitete Ziel, was wir da oben haben, das gucken wir uns gleich nochmal an. Und da kann man Ich werde immer gefragt, was man denn davon hält, eine Teilposition glatt zu stellen. Kann man genauso gut machen. Jetzt hat man ja Zeit, sich darauf vorzubereiten, kann sagen, okay, die Hälfte stellt man hier glatt und dann sucht man sich das nächste übergeordnete Ziel, was sehr weit gesteckt ist. Das werden wir uns aber gleich mal rauspulen. Hat jemand eine Idee, wo das nächste Ziel sein könnte? Wir haben hier so viele, die in den Seminaren gewesen sind, die das eigentlich können müssten. Wir können das schön fein säuberlich aufsplitten. Also wir haben
einen extremen Widerstand in dem Bereich 44 oder 45 bis 50. Genau in diesem Bereich. Richtig, Rolando, mein TP liegt auch bei 43. Dann haben wir Widerstände jetzt an der 14, wo er eben gerade gewesen ist. Dann dürfte uns der nächste Schub bis an die 24 tragen. Und dann sollte es direkt durchgehen. Aufpass, hier haben wir jetzt eine schöne Umkehrformation. Ja, Matthias, habe ich gesehen. Aber ich schätze mal, da wird er eine geknallt kriegen. Georg, warum das denn? Machen wir den Erklärbär? Georg ist mutig. Georg hat gleich erstmal ganz schnell geschaut. Er hat die Umkehr mitgenommen und sagt, er lässt den laufen bis zur 6. Respekt. Das nenne ich mal Skalpen. Wie hoch ist die Möglichkeit, dass er bei 1,3745 dreht? Das weiß ich nicht. Wir sind bei 1,3845 und wieder abwärts läuft. Thorsten, wo liegt dein Stopp? Mein Stopp liegt ganz knapp unter dem Auspufflevel. Nicht bei 91. Wie hoch ist die Möglichkeit, dass er bei 1,3745 dreht, 45 dreht und wieder abwärts läuft? Also, an der Börse ist es im Singer-Club, alles kann, nichts muss, das schickt man schon mal vorne weg. Dass er da oben erstmal eine genockt kriegt und auf jeden Fall korrigieren sollte, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Aber wir sind hier nicht da, um Prognosen zu stellen, was er da oben machen könnte, sondern wir sind, wenn wir uns im Handel bewegen und in so einer Position gefangen sind und da drinnen sitzen, heißt das für uns nur www.ufbest.de. Das heißt, wenn er oben an der 45 ankommt, dann müssen wir auf jeden Fall dort reagieren. Ob wir nur glattstellen, weil wir genug verdient haben, oder ob wir nur einen Stop eng ranziehen und sagen, vielleicht läuft er auch bis 1,40, vielleicht läuft er auch 1,50, vielleicht holt er auch das alte hoch bei 1,63. Man weiß es ja halt nicht. Ne? Deswegen, die Wahrscheinlichkeit, dass da oben was passiert, ist recht hoch, weil wir dort viele Händler auf einen Schlag erwischen.
Na, Georg? Break even, ne? Der DAX war fast an der 9000. Respekt. Aber höchsten Respekt. Wir haben Oktober und wir befinden uns schon in der Jahresendrallye. Das heißt, wir feiern Weihnachten schon dieses Jahr am 24. November, wenn man da so nach der Börse geht. Als das Ding anfing zu rennen, haben wir dann gesagt, für die Jahresendrallye ist es viel zu früh. Dass der DAX überhaupt nochmal in meinem Leben die 9000 erreicht, hätte ich nie gedacht. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Hier auf die 07, so in diesem Bereich 06, 07, gehört jetzt der Stop. Und heute sind wir mal ganz frech. Ich mache jetzt nämlich die Umfrage. Und sollte das Gros das Tagesziel erreicht haben, dann gehen wir ins Wochenende. Weiter geht's. Bin mit 10 Lots Short im DAX seit 1982. Meinst du, ich sollte mal über einen Stop nachdenken? Wäre mal eine gute Idee, Georg. Vor allen Dingen schöner Joke. Danke. So, jetzt machen wir mal zwei Umfragen. Und zwar machen wir die erste. Da haben wir sie. Schnell Kreuzchen machen, los! Weekend! So wollen wir das haben. Los, Kreuzchen machen hier. Wer seine Position schon im Gewinn abgesichert hat, der sollte sein Kreuzchen auch entsprechend platzieren. Bitteschön. Mein Chart steht nicht. Steht das möglich, aber nicht mein Chart. Er läuft.
Ich sehe meinen Chart trotzdem laufen, Matthias. So. Na kommt, ein, zwei Kreuzchen fehlen dir noch. Er sollte nochmal einen Anlauf nehmen und hier oben versuchen durchzuballern. Das wäre natürlich das Ideale. Da haben wir sogar das Ergebnis. Sind wir gar nicht so schlecht heute. Und wir haben was Neues. Hopp, hopp. Kreuzchen machen. Das seid ihr nicht gewöhnt, ne? Ja. Öfter mal was Neues, sonst ist das ja langweilig. Ja, von wegen hier Kreuzchen machen und schnell wieder in die Küche oder ins Bettchen verkrümeln, ist hier nicht. Gas geben. Nimm meine Dämchen, schönen Stift rausholen. Wenn er ein falsches Kreuz gemacht hat, Tipp-Ex, könnt ihr wieder wegmachen. Gut, der Glasreiniger macht's auch. Kreuzchen machen, los. Los. Okay. Wisst ihr nicht, was ihr ankreuzen sollt, ne? Hat nicht mitgehandelt, ist ja auch kein Problem. Und von der anderen Hälfte sind zwei Drittel, über zwei Drittel haben ihr Tagesziel erreicht, und bei dem anderen Drittel läuft die Position noch, ist aber im Gewinn. Okay, Lutz. Er schreibt, trifft alles nicht zu, ich habe mein Gewinnziel noch nicht erreicht. Ja, läuft deine Position noch? Rede mit mir. Tja, dann ist dein Gewinnziel aber extrem. Also wenn du mit 18 Punkten nicht zufrieden bist, dann Respekt. Deswegen hast du jetzt kein Kreuzchen gemacht, wolltest mich ärgern, ne? Also mein Gewinnziel liegt bei 12 bis 15 Punkten, dafür bin ich Skalter und das langt vollkommen. So, nächster Anlauf.
Wenn er jetzt hier oben nochmal anläuft, sollte man drüber nachdenken, den Stop hier unten auf 0,6 oder sowas zu legen für die Jungs, die die Position noch am Laufen haben. Wenn er jetzt da oben durchgeht, kriegt er vielleicht den nächsten Schub. Wie kein Chart sichtbar. Ups. Warum nicht? Jetzt. Keine Ahnung, was der gemacht hat. Okay. Die Jungs, die noch drinnen sind, wir wollen das Ergebnis auch nicht gefährden. Die Jungs, die noch drinnen sind, den Stop jetzt hier unter diese Range legen. Weil die 5-Minuten-Korrektur genauso seitwärts läuft, dann den Stop hier unten irgendwie auf 0,6. Lasst ihm ruhig ein bisschen Luft nach unten. Etwas, ein, zwei Punkte. Wer bei 90 rein ist und den Stop auf 5 legen kann, und ist trotzdem mit 15 Punkten. Im schlechten Fall fliegt er raus. Und wir werden nämlich mit diesem Ergebnis jetzt auch liebend gerne ins Weekend gehen. Wir verabschieden uns das Wochenende, auch wenn es recht früh ist, aber das langt. Das ist Disziplin, wenn man sein Tagesziel hat oder die Position im Tagesziel absichern kann, dann haben wir in dem Chart nichts mehr zu suchen. Wir sehen da oben einen schönen roten Balken bei 45 und vielleicht werden wir heute Nachmittag nochmal was posten und gucken, was bei rausgekommen ist. Verfolgen könnt ihr das alles heute noch auf www.ufbas.de, wahrscheinlich ab Montag spätestens nur noch in unserem Blog auf der neuen Homepage. Die sollte gestern Nacht hochgeschossen werden. Das ist schief gelaufen. Sorry, aber jetzt haben wir Wochenende und unser Geld im Sack für heute. Jetzt können wir uns das auch erlauben, uns der Homepage. Rolando, Glückwunsch. Können wir uns erlauben, uns um die Homepage zu kümmern, dass wir die ab nächste Woche vielleicht schon im vollen Umfang nutzen können. Euch wünsche ich ein affengeiles Wochenende. Genießt die Sonne. Rolando, Dach auf, ab in die Berge. Es wird dieses Jahr das letzte Wochenende sein. Wir werden es auf jeden Fall tun. Vielleicht mal eine Runde Motorrad fahren oder so. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich alle gesund und munter und mit dem gleichen Kontostand wie jetzt am Dienstag früh wieder in aller Frische, mit frisch gewaschenem Hals, sauberen Füßen. Schönes Wochenende, genießt es. Es wird das letzte schöne Wochenende mit diesem Wetter sein. Bis dahin, euer Skype-Trainer Thorsten. Tschüss, tschüss und moin, moin.